Wir sind jetzt in Cleveland oder Cleveland, Cleveland, Victoria Point. Und heute gehen wir mal ein bisschen zum Baden hier. Wir haben einen schönen Parkplatz gefunden. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir mit der Fähre auf die Insel rüberkommen. Und da gibt es einen richtig geilen Badestrand, roter Sand oder rötlicher Sand. Wir haben heute den 20. November und heute sollen wir Temperaturen kriegen, 32 Grad. Ja, Australien ist sehr schön, hat uns sehr beeindruckt. Also ein mega geiler Urlaub, kann ich nur empfehlen, wenn es nicht so weit wäre. Das ist klar, 22 Stunden Flug ist natürlich kein Pappenstiel, aber einfach mega geil. Zwei Fähren, eine mit Autos und eine für Fußgänger. Da fahren wir. Auf das Sonnendeck. Ja. Jetzt sind wir da in Kochimutlu Island oder so ähnlich. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Kochimutlu Island, genau.
Wow, wow, das ist ein schöner Strand. Alles Sand. Da ist die Bucht, da bist du am anderen Ende der Insel. Ja, praktisch eine Abkürzung. Bringt doch nichts, wir wollen doch aber, ja, ja, das wäre eine Abkürzung, aber wir gehen ja hier am Wasser entlang. Cool. Schön am Wasser entlang. Dann würde ich sagen, auf geht's, packen wir's. Ein kleiner Rundgang in Kochimutlu Island. Gut. Soweit das Auge reicht. So. Einfach ein mega Traum. Richtig geiler Sand. Absolut geil. Nach Deutschland. Ja, hier kann man es aushalten. Mega geiler Strand. Wir sind ganz alleine. Yeah. Das da hinten ist unser Kleiderschrank. Ja. Und da werden wir jetzt mal eine Zeit bleiben. Oh, ist das schön und Bauch ist so kalt. Nein. Was so es gibt. Na gut, dann gehen wir wieder weiter. Ein Badeurlaub ist beendet. Eine Badezeit ist beendet. Gehen wir wieder ein bisschen weiter. Nächsten Strand. Auf geht's zum nächsten Strand. Robinson Crusoe wohnt hier. Ja.
ganz eine schöne Insel hier in Australien. Und morgen werden wir zum größten Zoo fahren, der australischen Zoo. Und das wäre bestimmt ein Highlight. Aber hier sind richtig schöne Plätze. Na gut, wir gehen weiter zum nächsten Strand und da werden wir irgendwann einmal was futtern. Ja, das gehört genauso dazu. Einfach nur geil. Juhu! Australien. Brisbane, Queensland. Wow, ist das geil. Boah, eine mega Kulisse. Ich bin total geflasht. Grandios. Bäume über Bäume. Mega. Das ist schon einfach Hammer, grandios. Was ist da? Muschel. Da. Cool, gell? Jo. Das ist nicht der Preis. Ich muss wegkratzen. Thank you.
schöner kleiner Rundgang um die Insel. Für den Link unten in die Videobeschreibung von dieser Insel. Mir fällt bloß der Name nicht, der ist ein bisschen scheiße zum Aussagen. Wie man die genau ausspricht, weiß ich nicht. Aber ich tue ihn unten in die Videobeschreibung rein. Einfach eine mega geile Insel. Und weit und breit kein Mensch. Ja. So, quer durch die Insel genau einen Kilometer. Das ist schon geil. Wunderbar. Oh, hast du das schon gesehen? Wie heißt das? Aha. Electric? Hey mate. Electric? Phones, internet. Ah, internet, okay. Internet. Okay. Das Wichtigste. Yeah, yeah. trying to drag it into the 21st century. Okay. Oh, see you guys. Cool. Looks good, yeah. Aber keiner da, gell? Irgendwie. Probiert die Feder. Ah, Ventilatoren. Hi. Der hat einmal Cola, Prost. Leider ohne Whisky. Prost. Hallo. Wow. That's for you. Das nennt man Burger. That's for you. Thank you. Some salt cake for you too. Thank you. Wow. So, das war's mit dem Bohnen, wir sind wieder fertig. Ja, jetzt fahren wir wieder zurück. War einfach mega geil. Also wie die Insel genau heißt, naja, weiß ich jetzt nicht genau. Schaue ich da nochmal nach. Kokomodlo Island. Wer? Kokomodlo Island. Kokomodlo Island oder Island. Auf alle Fälle geil. War mega geil. Ja, irgendwie so. Na gut, also das war's von dieser Insel. Vielleicht kommen wir nochmal her zum Bohnen, wissen wir noch nicht. Aber es war einfach empfehlenswert. Die Fähre kostet hin und zurück pro Person 10 Dollar. Also einfach 5 Dollar. Geht. Günstig. Passt.